Ja, liebe Eisenbahnfreunde, zunächst stelle ich euch das Vereinsgelände kurz vor. Hier im Luftbild der Lokschuppen mit noch funktionsfähiger Drehscheibe des ehemaligen Bahnbetriebswerkes Pasewalk. Hier ein Ausschnitt aus dem Gleisplan Zustand etwa Anfang der 70er Jahre des Bahnbetriebswerkes. Ja, und nun geht's auch gleich los. Der Akkuschlepper ASF 45 zieht einen ehemaligen Beiwagen eines Dampftriebwagens vom Typ DT15 aus dem Lokschuppen auf die Drehscheibe. Die Deutsche Reichsbahn entschloss sich, in diesen 1932 gebauten Beiwagen eine Dampfmaschine einzubauen. Die Gattungsbezeichnung lautete dann VB 140-384. 1940 wurde die Dampfmaschine aber wieder entfernt. Heute trägt dieser Personenwagen die Gattungsbezeichnung BAA-TR, also ein Personenwagen zweiter Klasse mit Traglastenabteil. Vorzugsweise wurde dieser Akkuschlepper, den wir hier auf der Drehscheibe sehen, mit 12 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h in Bahnbetriebswerken zum Umsetzen der Loks und zum Rangieren in Schrittgeschwindigkeit eingesetzt. Nun geht das hervorragend aufgearbeitete gute Stück wieder zurück in den Lokschuppen. Zu Gast an diesem Aktionstag des Vereins ist die Museumslok 91-134. Vor wenigen Stunden zog sie einen Traditionszug zu den zeitgleich stattfindenden Hafttagen von Pasewalk nach Uckermünde Stadthafen und zurück. Bei der Deutschen Reichsbahn wurde die Baureihe 91 1966 außer Dienst gestellt. Die 91-134 blieb erhalten. Heute gehört sie den Mecklenburgischen Eisenbahnfreunden. Seit Mitte Februar 2016 ist sie nach einem Kesselschaden wieder voll im Sonderzugverkehr im Einsatz.
Auch die 112-703-4 ist heute zu Gast beim Aktionstag auf der Drehscheibe. Vor wenigen Stunden zog sie den Traditionssonderzug von Ueckermünde Stadthafen zurück nach Pasewalk. Und hier noch einmal die 112er in Aktion als Vorspannlok mit der 91er als Schlusslok zwischen Hoppenwalde und Eggesin. Und jetzt kommt eine Lok der Baureihe 65 auf die Drehscheibe. Sie ist im Fahrzeugbestand des Vereins. Eine Neukonstruktion, die in 88 Exemplaren durch das LKM Babelsberg in den Jahren 1954 bis 1957 gebaut wurde. Davon sind noch drei erhalten. Die 65008-5 hat ein Gewicht von 113 Tonnen und brachte 1340 PS auf die Schiene. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 90 km pro Stunde. Die 65er wird nun wieder eingestellt. Daneben sehen wir rechts einen analogen Gleismesswagen mit eigenem Antrieb. Und nun noch einmal vorgestellt alle Akteure des Aktionstages des Vereins Lokschuppen Pomerania Pasewalk. Zum Abschluss des Aktionstages Aufstellung von Vereinsmitgliedern zum Erinnerungsfoto.